Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. Guten Morgen, liebe Freunde. Wir haben gut geschlafen. Wir haben jetzt Montag früh um 6. Genau, wir sind schon alle wach. Ich schneide schnell das Video, dass das heute noch online geht. Da habt ihr wieder was zu gucken. Ja. Warte da. Die Sonne ist schon. Ja. Na gut, wir haben auf jeden Fall schon Licht. Ja. Hugo. Hugo erzählt ziemlich viel. Ja. Na, mal sehen, was wir heute so machen. Also, wir haben schon mal einen Plan, aber ihr werdet ja sehen. Wir haben es jetzt früh um 10. Und das Wichtigste haben wir eigentlich schon erledigt. Wäsche gewaschen, eingekauft, gefrühstückt. Und jetzt gucken wir erstmal, ob die Wäsche trocken ist. Na, hervorragend. Perfekt. So, fertig. Dankeschön. Jetzt noch Müll wegbringen. Wie trocken ist das? Oh. Fast. Nicht so. 20 Minuten waren es. Muss irgendwo hingehen. Aber wo? Wir fahren jetzt zum. Wir fahren jetzt erstmal. Baumarkt. Elektromarkt. Ja. Ja, wir suchen jetzt erstmal noch eine Variante, unseren Mac zu laden, ohne 240 Volt, weil unser Wechselrichter gar nicht mehr geht und wir das Gerät umtauschen müssen. Aber vorher müssen wir ja noch irgendwie laden, damit wir das Video von gestern noch hochladen können. Weil der Akku vom Laptop ist leider alle. Na, mal schauen mal. Ja, wir sind jetzt wieder an dem Stellplatz für die Nacht, haben uns jetzt an den Strom rangesteckt. Die letzten zwei Tage haben uns doch schon ganz schön niedergekämpft und jetzt lädt hier wieder alles. Die EcoFlow, das Fahrzeug, den Film, den ich heute Morgen geschnitten habe, von gestern vom Tierpark, der lädt jetzt, speichert erstmal eine Stunde 44. Dann gucken wir mal, was unser Modem so bringt, wie lange das dauert, bis es bei YouTube oben ist. Und dann müssen wir aber auch schon langsam los, weil wir sind heute bei meinem Onkel und bei meiner Tante eingeladen zum Kaffee trinken und zum Abendbrot essen. In der Zwischenzeit trocknet hier noch Tommys Wäsche. Ja, wie zu Hause im Prinzip. Ja. Tommy hat zu tun. Mama auch. Naja. So, Freunde, wir haben es jetzt nach Mittag. Strom haben wir ordentlich gezapft. Ist zwar noch nicht ganz voll, aber es reicht jetzt erstmal. Wäsche trocknet noch. Natürlich am offenen neuen Fenster. Ja, ich denke, wir machen gleich los. Gleich geht es zu meinem Onkel. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir dort filmen können. Aber wir werden sehen. Achso, ich wollte euch ja noch so die Neuerung vom Auto zeigen. Es wurde ja nachgefragt. Also jetzt vielleicht ein bisschen schlecht. Wie gesagt, die Decke ist ja neu, ne? Eine schöne Holzdecke. Da hinten seht ihr jetzt die neue Gardinenleiste. Anna, ja? Kannst du mal bitte das Fliegengitter zeigen und die Abdunkelung? Ist halt auch sehr praktisch. Jetzt haben wir ganz dunkel, ja, und das andere. Und jetzt haben wir aber auch noch ein Fliegengitter.
haben wir jetzt nicht mehr ganz so, aber im Sommer bei den Mücken schon nicht schlecht. Und hier vorne ist jetzt auch wieder eine Gardinenleiste, das trennt uns vom Führerhaus. Und wir haben jetzt Gardinen drin, die wirklich dunkel sind und auch Wärmedämmung oder wärmedämmende Eigenschaften besitzen. Also es sieht jetzt komisch aus, weil die Wäscheleine jetzt hier gespannt ist, aber das ist halt Live Camping, ne? Oder Tommy, was sagst du? Machen wir jetzt zu Markus? Marco? Tommy, das gleiche Marco? Marco. Geht doch, ne? Ja, wird bestimmt schön. Dann, ja, meine Cousine kommt heute auch noch. Und ja, da werden wir grillen. Viel quatschen. Morgen ist Dienstag, da ist jetzt nicht so viel geplant. Ich will auf jeden Fall noch mal einen Angelladen. Noch ein paar Kleinigkeiten einholen, wenn wir wieder an der Ostsee sind. Dass es bei mir direkt weitergehen kann mit Angeln. Habe ich euch ja noch gar nicht gesagt, ne? Aber ja, kommt noch. Und Mittwoch steht jetzt auch noch nicht so richtig viel fest. Donnerstag auf jeden Fall die Beerdigung. Und Freitag dann nach Görlitz. Ne, da müssen wir unseren Garten noch auflösen. Ja. So, los geht's. Was steht denn da? Ein Phönix. Mamma mia. Ein fahrendes Haus. Vorbau und Kreiswald. Ja. Ohne Sonnenschein. Ja. 19. Sommer. Ende Oktober. Jetzt geht's dem Onkel Rainer und zur Tante Beate. Ja, aber ich kann ja nicht da anfahren. Ah. Ich muss auch irgendwo umlenken. Okay. So Freunde, also wir konnten jetzt bei der Familienfeier eigentlich gar nichts filmen, deswegen, ja, weil wir sind jetzt auf unserem Stellplatz, ihr seht jetzt wahrscheinlich nichts, es ist hier sehr dunkel, aber schön ruhig, ja, da kommt halt morgen ein bisschen was dazu, wir werden wahrscheinlich in den Freizeitpark gehen oder in die Pilze, werden wir noch sehen. Ja, jetzt machen wir uns erstmal Bett fertig. Der Tommy, der schläft schon fast. Der hat schon die Augen zugehabt beim Autofahren. Ja, dann wünsche ich mir erstmal eine gute Nacht und wir sehen uns dann morgen früh. Ne? Und dann schauen wir mal, wo wir hier sind. Wird bestimmt schön. Gute Nacht.
Ja, Freunde, guten Morgen. Wir stehen hier auf einem Stellplatz bei Blun. Da ist so ein Freizeitpark. Also eine sehr ruhige Nacht. Ich zeige euch das gleich mal, wo wir standen. Wir standen auch ganz alleine. Ja, war wunderbar. Wir werden jetzt mal in die Pütze gehen im Wald. Und dann entweder heute oder morgen noch in diesen Freizeitpark. Ja, werden wir ja sehen. Ich führe euch mal rum jetzt. Hier ist der angesprochene Stellplatz. Also wirklich sehr idyllisch, ganz ruhig. Guck mal, hier drüben ist dann schon die hintere Seite von diesem Freizeitpark. Freizeitpark Blun in der Nähe von Zwickau. Und so standen wir. Kein Mensch. Ruhe pur. Genauso lieben wir das. Unser Dachfenster, also wir sind mega zufrieden. Das ist so schön. Wir können auch jetzt, wir hatten früher das Problem, dass mit der Standheizung, die 3 kW bei dem kleinen Fahrzeug, war das jetzt so in der Übergangszeit im Herbst viel zu warm. Die musstest du dann immer ausschalten in der Nacht und dann wieder einschalten. Und jetzt mit diesem Dachfenster, was wir dann ganz easy mal aufmachen, gleicht sich das so ein bisschen aus. Ne? Das ist zwar jetzt nicht so das effizienteste und vielleicht auch nicht so umweltbewusst, aber gerade jetzt für die Übergangszeit geht es halt bei uns jetzt nicht anders. Ne? Sonst müsstest du in der Nacht immer aufstehen, einschalten, ausschalten. Das ist nicht so schön. So, Tommy ist auch schon startklar. Also wir hatten ja ein Problem zu Hause, dass er relativ schlecht schläft. Eine Nacht gut, 2 Nächte schlecht. Ist er meistens dann so um 1 aufgewacht und auch nicht mehr eingeschlafen. Ne? Wollte halt spielen und sein Ding machen. Ja, aber jetzt sind wir schon die erste, zweite, dritte Nacht schlafen wir jetzt schon hier im Camper. Und jede Nacht bombisch geschlafen. Ne? Wir alle. Also das ist ja die Hauptsache. So Freunde, ab geht's in die Pütze. Hier drüben geht's rin. Mal sehen, ob die beiden noch rausfinden hier. Der Bär ist raus. Er ist schon raus. Hier, Anna. Ja. Have you knife? Ich habe ein Messer. Ein Messer. Guten Morgen. Guten Morgen. Moin, moin. Hier war. Da gucken wir mal, wa? Gucken wir mal in die Pilze. Da gleich rüber. Runter ins Gemüse. Wir sind ja das allererste Mal mit Tommy in die Pilze. Vielleicht ist er ja ein richtiges Talent. Ein Pilzsuch-Talent. Oh, was? Schon abgeschnitten hier. Also es geht schon richtig los. Hier, Rede, guck mal. Ich guck mal. Ja, Anna, lass das liegen, das ist doch schon alt, Mensch. Das Komische ist, die sehen hier alle aus wie die Blätter. Ne? So, Tommy. Kommando, such! Such den Mushroom! Also ich denke, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wer hätte das gedacht, dass wir dieses Jahr mit euch noch in die Pütze gehen? Weil an der Ostsee jetzt, wo wir wohnen, sieht es ganz schlecht aus. Das ist nicht so die Pilzsuchregion. Aber hier optimal. Also denke ich. Wir werden es ja sehen.
Anna, freust du dich schon auf Pilze? Ja. Wir wollen ja wenigstens ein paar finden, dass wir zumindest dieses Jahr mal den Geschmack von Pilzen im Mund haben. Ja, Anna, wir brauchen aber keinen Weg. Nee, das sind, da laufen alle lang. Wir laufen hier lang. Ja, wir haben natürlich nur eine Tüte mit. Kein Pilzkörbchen. Wir waren irgendwie nicht drauf vorbereitet. So, dann werden wir mal eine geeignete Stelle finden und wenn wir einen Pilz gefunden haben, seid ihr wieder mit dabei. Aber ich denke, das ist dann für euch jetzt erstmal zu langweilig. Tommy genießt die Zeit im Wald. Ich denke, wir lassen ihm auch dann so ein bisschen Freiraum, wenn die Straße mit bisschen Abstand entfernt ist. Gucken wir mal. Hast du? So, Freunde, die ersten haben wir gefunden. Dicht bewaldeten Gebiet. Da hatte ich keine Kamera draußen. Also die lagen jetzt hier nicht so rum. Also die sind schon ganz schön angefressen. Ne? Aber ich denke mal, ein Süppchen oder einen kleinen Abendbroteller kriegt man jetzt schon raus. Und im Prinzip, oh, das ist ja, oh, das ist ja gut. Im Prinzip waren wir jetzt 10 Minuten. 10 Minuten ist da schon mal fantastisch. Ey. Naja, hier kann der Stiel weg. Unsere ersten Pilze dieses Jahr. Naja, sehr gut. Aber ich denke mal, wir gucken noch eine halbe Stunde. Ne? Und dann müssen wir ja wieder zu meinem Onkel erstmal zum Mittagessen. Wir essen die Reste von gestern. Ja, schauen wir mal. Aber das, was wir wollten, haben wir auf jeden Fall schon. Ein kleines Gericht mit dem Geschmack von Pilz. Ne? Brauchen wir bloß noch Zwiebel, Butter und ein bisschen Petersilie. Freunde, mein erster Steinpilz dieses Jahr. Innen drin sieht er gut aus. An der Seite leicht eingeknabbert. Ja, ne? Wären wir fast drüber gestolpert. Einwandfrei. Super, danke. Ich glaube, die Anna hat ihren ersten Pilz gefunden. Sehr gut. Also ist ja auch für die Anna nicht so einfach. Ne? Sie achtet ja hauptsächlich auf Atom. Aber das sehe ich schon von Weitem. Das ist ein sehr guter. Schön. Den kann die Anna heute ganz alleine essen. Also man muss ja mal sagen, ne? Also die Einheimischen sagen, die Pilzsaison ist hier schon durch. Ne? Also momentan sieht es nicht so gut aus, aber wir waren jetzt vielleicht 20 Minuten und haben ein tolles, ausreichendes Abendessen. Und so soll es ja sein. Ne? Ist halt schnell im Camper geputzt, schön mit Butter zubereitet, auf eine Schwarzbrotschnitte, wie wir Sachsen sagen. Toll gemacht, Anna, Glückwunsch. Oder wie wir Angler sagen, Petri. Wird er auch mal scharf? Nee. Doch, hier. Ne? Super. Kann man doch schon mal nicht meckern, ne? Tommy bleibt jetzt hier bei mir und die Anna rückt hier noch mal rein, weil sie vermutet noch mehr Pilze. So soll sie mal machen, ne? Papa. Haben wir nicht, Tommy. Trinken gibt's im Auto. Piat minut. Jetzt hat die Anna ihr Pilzauge geschärft. Jetzt geht's los. Was machen wir, Tommy? Hm? Schönes Bild. Mit den Herbstfarben. So, Freunde. Jetzt gibt's erstmal Pilze. Die sind super dreckig. Ich weiß, normalerweise wäscht man Pilze nicht. Man bürstet die ab.
Aber wir sind mit dem Camper unterwegs, wir sind überhaupt nicht auf Pilze eingestellt. Wir waschen die jetzt kurz ab und dann werden sie vorgebraten und heute Abend gibt es die Zimmerabendbrut. Ne? Also ihr seht, es wird auf jeden Fall eine schöne Pfanne. Was will man mehr? Und die waren halt sehr verdreckt, von daher werden wir sie jetzt kurz abwaschen. Das geht halt auch. Das mache ich jetzt nicht das erste Mal. Ne? Aber für alle die, ihr habt ja recht, abbürsten ist die bessere Variante. So, Tommy hat keine Lust, dass ich jetzt hier am Waschbecken Pilze mache. Der würde ja lieber spielen. Ja. Aber wir haben gar nicht so viel Zeit, ne? Wir müssen dann noch zur Oma und Opa. Ne, Tommy? Zu meinen Eltern. Und vorher wollte ich die Pilze noch fertig machen. Weil wir können sie jetzt nicht gleich essen. Wir waren gerade essen. Anna quatscht. Es hat gerade geregnet. Aber alles gut. Ich mache mir jetzt die Pilze. Ich habe ja die ganze Zeit überlegt, für was wir immer diese Schüssel mit uns rumfahren. Na Freunde, jetzt weiß ich es. Perfekt. Super. Ich muss noch ein Messer finden. Licht anmachen. Und dann geht's los hier. Aber die sehen doch toll aus, ne? Ich mache die jetzt mal fertig und dann tue ich die schon mal vorbrutzeln. Zack. 1A. So, Freunde. Also, es war relativ viel Abfall, aber es bleibt auch noch sehr viel übrig fürs Abendbrot. So, das hauen wir jetzt mal hier in den Topf. Aber muss ich irgendwie. Anna, kannst du mal. Das brutzeln wir jetzt erstmal schön zusammen. Das köchelt jetzt ein bisschen. Und dann heute Abend wird das dann mit Butter angebraten. Fertig. Zack. Vielen Dank. Hauen wir noch ein bisschen Licht rein hier. Wir haben ja alles da. Jo. Schön, oder? So schön kann Camping sein. So viel brauchen wir ja gar nicht. Schon der Wahnsinn, wie das zusammenbrutzelt, ne? Kommt das ganze Wasser raus. Aber es duftet. Oh, und so ein kleiner Camper. Das alles so noch Pilz riecht hier. Oh, das hat schon was, ne? Also Herbst ist schon toll. Frage, warum wir jetzt das Fenster aufmachen können. Der ganze Dunst zieht ab. Supi. Und das lasse ich jetzt mal so 15, 20 Minuten köcheln. Mal, wie viel das nur noch ist. Ne? Wenn die ganze Flüssigkeit verdampft ist, bleibt jetzt nicht mehr viel. Aber wie gesagt, ein kleines Abendbrot mit einem tollen Geschmack nach Herbst, Pilzen. Ja, das ist doch schön. Guten Morgen, Freunde. Wir haben es jetzt Mittwoch, 7 Uhr. Wir gucken mal raus, wie das Wetter ist. Dann schauen wir mal, was wir heute machen. Uiuiuiui. Also, das war jetzt das Video vom Montag und vom Dienstag. Und was wir die nächsten beiden Tage machen, seht ihr dann am Donnerstag oder Freitag. Wir werden sehen.